Ja, Hallöchen, willkommen zu einem ganz kurzen und ganz kleinen Mediamarkt Untüting, Unpacking. Heute Sonntag, der 1. April, bei uns war offen hier im Hafencenter in Tempelhof und da hatten sie einige Sachen für einen Zehner und unter anderem die Millennium Hops Trilogie von Stieg Larsson. Wie gesagt, für 10 Euro glatt hier bei uns im Mediamarkt, also in ganzen Mediamärkten in Berlin und ja, zu der Serie kann ich eigentlich nicht viel sagen, also zu der Trilogie. Hab viel Gutes gehört, einige finden ihn vielleicht weniger gut. Also wie gesagt, das war jetzt einfach mal ein Blindkauf und lass mich jetzt einfach mal überraschen. Also sieht sehr schön aus, die Edition. Machen wir mal kurz die Folie ab. Ja, vorgestern war ich auch schon mal, da hatte ich schon überlegt, da gab es den eben auch schon für den Preis, aber da habe ich noch einen Bogen drum gemacht. Da hat ja auch diese Director Cut Version gibt, aber wie gesagt, für 10 Euro die drei Scheiben plus Bonus DVD. Ja, schöne Aufmachung hier, Inhaltsangaben ist hier so ein bisschen festgeheftet, sieht auch gut aus, kann man dran lassen. Schuber, mal gucken. Ja, jawohl. Die Scheiben zum Vorschein. Nochmal die einzelnen Inhaltsangaben. Vergebung, Verdammnis, Verblendung. Der erste Film geht 147, der zweite 124 und der dritte nochmal 140. Auf der Bonus-DVD sind Interviews mit Stieg Larsson und über seine Millennium-Trilogie. Interview mit Noomi Rapace. Oder Repets, hinter den Kulissen Interviews mit der Besetzung und Team, Making of Kampfszene Ronald Niedermann gegen Paolo Roberto. Ja, wie gesagt, ein Haufen Material noch mit bei auf der extra Bonusscheibe und wie gesagt, unglaublich. Hier ist der FSK 16 Flatschen aufgedruckt. Da hat sich Warner mal wieder sehr gute Mühe gegeben. Hier machen sie eine abreißbaren Flatschen und hier unverständlich hoch 10, aber okay. So, dann klappen wir mal die ganze Sache auf. Ja, sieht schön schick aus. Nehmen wir die Folie aus dem Weg. Werbematerial, Carlos. Der Film ist richtig geil, den hatte ich auch mal für einen 10er beim Mediamarkt ergattern können. Die Dreierbox. So, dann fangen wir mal an. Da ist dann hier die Verblendung. Disc 1. Verdammnis, Disc 2. Vergebung, Disc 3. Und hier die Bonus-DVD. Ja, also wie gesagt, vier Scheiben insgesamt. Drei Blu-rays und die Bonusscheibe. Für 10 Euro kann man da wirklich nicht meckern. Das sind ja, wenn man alle vier rechnet, nicht mal 3 Euro. 2,50 pro Scheibe. Das ist ja wirklich Hammer. Ja, wie gesagt, bin ja jetzt voll schmerzlos erstmal rangegangen an die Sache. Kenne die Trilogie gar nicht. Werde mir sie mir mal bei Gelegenheit einziehen. Aber vielleicht kann der ein oder andere mir ja schon mal ein paar Sachen drüber sagen, ob es sich lohnt, ob es stinklangweilig ist oder ob die wirklich spannend erzählt sind. Lassen wir uns mal überraschen. Juti, dann machen wir das Werbematerial wieder rein. Dann war es das. Wie gesagt, ein ganz kurzes Untüting, Unpacking vom Mediamarkt. Wünsche euch noch eine schöne beginnende Woche ab morgen. Einen schönen Restsonntag und ja, macht's gut, Freunde. Euer HD-Freak 1968. Bewertet mich, kommentiert mich oder abonniert mich eventuell nochmal. Aufs Neue. Bis denn. Ciao, ciao.